Ich hätte nichts dagegen, wenn man in GTA 6 Flöten töten kann. Jetzt noch kurz sterben, das klingt gerade ein bisschen, als hat deine Stimme Probleme. Weil du mich vergiften wolltest mit dem Kuchen. Hey, das ist guter Kuchen von Petra. Ja, er ist lecker, aber ich musste kurz, bevor wir angefangen haben, mich erbrechen. Das ist okay. Gefühlt. Das müssen wir ja hier jede Woche, geistiges Erbrechen in den virtuellen Äther. Das ist, was wir tun. Wir sind nämlich Brennpunkt Internet. Mit dem Nostarafu Robin. Und dem Tino Anranschau Mann. So ist es. Mit Betonung auf Mann. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Ah, okay. Schön. Aber Mann, du siehst jetzzt aus wie Marilyn Manson. Du hast jetzt die Haare so. Ich bin ganz doll blass. Ich habe längere dunkelbraune Haare mit Tendenz zu schwarz fast schon und ist aber gefärbt, weil ich wieder eine Rolle hatte. Ah. Und habe aber einen Bart, was mich unterscheidet vom Marilyn Manson Mann. Ah, okay. Aber kann es sein, dass wenn du in einer Band spielen würdest, auch deine Bandkollegen rumtreten würdest und deine Gitarre in deren Schlagzeug reinwirfst und so? Wenn ich eine hätte, würde ich das machen, ja. Aber ich habe keine leider. Okay. Ah, Tino, es gab einen riesen Shitstorm diese Woche. Wir Brennpunkt Internet informieren natürlich über die Ereignisse der letzten Woche. Aber erstmal müssen wir die Zuschauer darüber informieren, dass wir uns gerade in die Augen schauen können. Zum ersten Mal. Wie zum ersten Mal seit langer Zeit. Und ich will ja unsere letzten Folgen nicht runterreden. Aber Brennpunkt Internet über Discord ist immer eher so, ja, Glühpunkt Internet, sag ich mal. Ja, so, das, Glutpunkt. Ja, das glüht halt maximal ein bisschen. Aber jetzt, ja. Jetzt brennt's richtig. Ich habe eben schon zu Tino gesagt, wenn ich da am PC sitze und nebenher irgendwie im Internet gucke und auf die Fakten schiele, ja, da habe ich halt nicht einen Kopf frei, um Holocaust-Witze zu machen. Ja, deswegen. Das geht uns allen so, ja. Es ist wirklich schwierig. Heute geht's wieder in jede Richtung. Aber das wird heute die Ausgabe der Ausgaben, weil wir sitzen uns gegenüber. Mhm. Es ist Folge 117, also die aktuellste, die wir je hatten. Ja, das stimmt. Und also ich habe ganz viele Themen, die wir nicht alle unterbringen können, aber ich werde versuchen, die unwichtigen Sachen am Ende noch drauf zu hauen. Und wir haben noch ein Highlight heute am Ende. Ein großes das Highlight. Das stimmt. Leute, bleibt dran, wenn ihr euch vorwagen wollt in die erotische Speerspitze Deutschlands. Denn Jules hat einen weiteren Teil, beziehungsweise zwei Teile. Einmal für dich, einmal für mich. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht gelesen, aber ich glaube, das sind so unsere parallelen Abläufe. Ja. Und dann kulminieren die dann in einem dritten Teil. Für die letzte Folge nicht zugehört haben, es gibt eine Fanfiction über Robin und mich. Mhm. Und die haben wir letzte Woche schon vorgelesen am Anfang. Und jetzt kommen halt Teil 2 und 2.1, glaube ich. Oder 2.1, 2.2. Genau. Und damit Tino nicht auffällt, wie nervös ich auch bin, weil Jules ja mich ganz wuschig gemacht hat letzte Woche, habe ich ihn halt mit diesem Kuchen vergiften wollen. Ja, das hat leider nicht ganz geklappt. Mist, jetzt sitzen wir doch noch hier. Wie weich meine Haare sind, ne? Die sind wirklich sehr weich, das glaube ich dir. Was auch weich ist, ist der Kopf von vielen Leuten, die im Fernsehen arbeiten. Durchaus. Das war die beste Überleitung, die wir je gemacht haben, glaube ich. Also Sat.1 hatte einen Shitstorm, Tino. Du hast Sat.1. Im Vorfeld hast du irgendwie nicht so durchblicken lassen, dass du es mitbekommen hast. Nee, also ich weiß es nicht. Manchmal gibt es so Themen, die ich dann lese, aber dann völlig wieder vergesse und nicht aufschreibe. Aber Sat.1 konkret? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Klär mich auf. Ich gucke direkt nochmal nach. Kennst du Icke Hüftgold? Den Namen kenne ich. Hm. Klingt nach so einem komischen Schlagersänger oder sowas. Ja, das ist so eine Figur. Er nennt sich eine parodistische Figur. 7,3 Millionen Aufrufe hat sein Video, in dem er enthüllende Sachen preisgibt. Schmuddelsven gefällt das, sehe ich hier gerade. Ja, Icke Hüftgold ist halt nicht, das ist halt nicht er hier, ich weiß nicht, wie der privat heißt. Kackwursten Menschmann, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Hüftsilber bestimmt. Ja, aber der war halt als seine Kunstfigur eingeladen in einer Sat.1-Sendung. Ach, der im Jogginganzug und der komischen Perücke immer auf. Ja, genau. Ja, jetzt weiß ich, wer das ist. Jetzt sehe ich, Der sollte da Gast sein. Man muss dazu sagen, nicht Sat.1 produziert das. Das ist ja meistens so, ja, dass sie halt irgendwie da zu anderen Studios gehen und das in Auftrag geben. Hier ist es Imago, die das produzieren. Und es gibt eine neue
Randsendung, die sich einreiht in diese ganzen anderen Reality-Formate. Hier ist es plötzlich arm, plötzlich reich. Und da ging es darum, dass eine sehr arme Familie für eine Woche so lebt wie die sehr reiche und umgedreht. So, aber hier war quasi der Skandal, dass die arme Familie sowas von zerballert ist. Also er fängt teilweise an zu weinen, wenn er erzählt, wie die Umstände da sind. Also die Kinder wurden hart von ihrem richtigen Vater missbraucht. Der eine hat deswegen auch Inkontinenz und so. Und das ist alles beim Dreh passiert. So, das ist halt immer wieder vorgefallen. Und ach, aktiv die Fälle auch. Dass, nee, der wurde nicht vor laufender Kamera missbraucht oder so. So war es zum Glück nicht ganz. Ja. Nein, ich meine, dass er sich halt eingekackt hat oder sowas. Ah, okay. Oder dass er übelst aggressiv geworden ist. Also Geschichten. Der wohnt halt jetzt bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. Also der richtige Vater ist nicht mehr da. Man kennt die Familie auch nicht. Die soll ja auch weiterhin anonym bleiben so. Auf jeden Fall hat er sich dann halt an Sat.1 gewandt und hat gesagt, das geht so gar nicht hier. Also es ist auch nicht nur dieses eine Kind, es sind glaube ich 3, 4 oder so. Und die sind alle irgendwie ein bisschen rum. Und da kam dann halt auch raus, dass im Vorfeld die Familie 3-mal gesagt hat, ey, das ist uns irgendwie nichts hier mit den Kindern. Ich muss halt vorstellen, die sind sehr arm, ja, und können halt das Geld vielleicht ganz gut gebrauchen. Saftige 1.500 Euro das ist so für die billig. Ganze Familie. Das ist so billig. Das ist so mies billig. Ja. Dafür, dass ganz Deutschland sieht, ach, guck mal hier, die Asozialen, haha. Das ist übrigens bei allen Produktionen in der Richtung, so auch Frauentausch und was da alles gibt, die zahlen echt nur so Aufwandsentschädigungen. Das ist richtig, richtig scheiße, aber weil die so viel Geld machen damit. Die bei Frauentausch kriegen ja nur die Hälfte von denen bei Männertausch, richtig? Genau, ja. Wie sich's gehört. Ja. Genau. Ja, und das ist dann halt nicht so geil, dass dann Sat.1 kommt, beziehungsweise Imago und sagt, ja komm, jetzt kriegen wir schon hin mit dem kleinen Jungen, jetzt kriegen wir schon hin, wir sind wirklich raus. Und das ist irgendwie 3-mal passiert und hat er dann sich irgendwie an Sat.1 gewandt und hat gesagt, hier, ich möchte das nicht. Und er war quasi der Reiche. Der war wahrscheinlich irgend so ein Hampelmann, der irgendwie Comic Relief sein soll oder ich weiß es nicht. Der war nicht der Reiche, glaube ich. Oder war der Reiche? Vielleicht war er auch der Reiche. Ich habe das so nicht ganz mitbekommen. Weil wenn er der Reiche wäre, hätte er die andere Familie wahrscheinlich gar nicht gesehen. Die hätten ja nur getauscht, oder? Weiß ich nicht. Er hat vielleicht mitbekommen, was da abgeht, wie die Armen gerade so... Doch, warte mal, jetzt wo du sagst, der hat ja auch gesagt, dass in seiner Wohnung halt was abgegangen ist. Dann muss er ja der Reiche gewesen sein. Na, ich kenne jetzt die Sendung nicht, aber hat ja der Vater irgendwie auf die Couch gekackt von dem oder so. Hat dann mitbekommen, ist irgendwas nicht richtig so und der hat offenbar psychische Probleme und so. Kann ja sein, dass es daher kam. Ja, doch, jetzt ergibt das alles Sinn. Ich habe den halt nicht als reich wahrgenommen, weil Icke Hüftgold, who the fuck is this? Aber klar, wenn man so mit Malle Musik macht und so, dann... Ja, den kennt man so durch, also ich kenne den durch Worldwide Wohnzimmer, der ist da manchmal zu Gast gewesen. Und beim aktuellen Alligator-Song, nicht aktuell, aber fast, Monet, da ist auch im Video mitzusehen, da kenne ich den so ein bisschen. Aha, okay, kenne ich nicht. Aber gut. Macht nichts. Ja, und dann hat er halt gesagt, hier, Sat.1, ich möchte das nicht, das muss abgebrochen werden. Und dann wurden halt scheinbar Sachen gesagt, die dann hinterher irgendwie abgestritten wurden. Und letztendlich hat er das halt dann doch eigenständig veröffentlicht, weil irgendwie die das halt doch durchforsten wollen. Es ist nicht so ganz schwammig, es ist nicht so ganz klar, es ist ein bisschen schwammig. Und Sat.1 hat dann so ein Statement gemacht, was auch irgendwie gar nicht klar ging. So von wegen... Das ist voll nicht in Ordnung, dass der Icke Hüftgold das da jetzt so öffentlich macht. Wobei ja nach wie vor diese Familie überhaupt nicht bekannt ist. So. Man weiß nur, dass die existiert. Und also auf der einen Seite die Kamera draufhalten für ein Millionenpublikum, da ist es okay, das zu veröffentlichen. Aber anonym zu sagen, dieser Familie geht's schlecht und wird ja gerade ausgebeutet, das geht nicht in die Öffentlichkeit zu ziehen. Also gab es die Sendung noch gar nicht. Die haben es nicht ausgestrahlt. Die haben die gedreht, genau. Und jetzt wurde auch gesagt, dass es keine Minute davon ausgestrahlt wird und so. Aber ja. Wir hatten auch bei uns im Nachbarort tatsächlich, also als ich noch auf dem Dorf gewohnt hatte, hatten wir auch mal ein Frauentauschkamerateam da und die haben da auch wohl bei einer Familie gedreht. Und im Nachhinein haben die dann erzählt, die Familie, dass die bei Frauentausch die Produktionsleute die Wohnung irgendwie verwüstet hätten und zugemüllt haben und so. Und macht man noch ein bisschen mehr das. Haben voll viele Anweisungen gegeben, um die halt richtig assi darstellen zu lassen. Und es ist alles so ein bisschen unseriös. Also ich sehe das echt sehr kritisch, diese Billigproduktion. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass RTL wohl auch seriöser werden will. Und wollen jetzt auch das ältere Publikum ansprechen. Wollen jetzt auch so irgendwelche Nachrichtensendungen machen, die seriös sind. Oma-Tausch. Das wäre cool, ja. Zum Beispiel. Kriegt man dann... Oma Mia.
Fände ich spannend, wenn die so im Seniorenheim tauschen würden, als Seniorentest. Ich gucke hier gerade noch. Ja, wo wir gerade bei Assi-Sendungen sind. Nee, billig produzierte Kacksendungen. Germany's Next Topmodel, das ist doch dein Expertisengebiet, oder? Aktuell schon, ja. Aha. Ich habe nämlich was mitbekommen und ich weiß nicht, ob ich mich für dieses Verhalten schlecht fühlen soll. Aber ich habe auf der Startseite von Instagram, wo eigentlich nur Skate-Content ist, habe ich plötzlich angezeigt bekommen, hier Gewinnerin von GNTM. Und ich gucke mir das an und ich dachte mir direkt, Moment, die war doch mal ein Kerl. Echt, ist dir aufgefallen, dass die Also Siegerin. instant. Okay, krass. Instant. So, also ich weiß nicht, ob es statt einem Gaydar noch einen Trans-Star gibt oder Bestimmt so, auch. aber. Genau, also Alex hat gewonnen, so die Staffel von Ja. die Diversity-Staffel Alex und ist Maria oder Mariah. Mariah ist eine Transfrau. Ja. Und ich muss sagen, ich fand sie optisch, es ist mir nicht aufgefallen auf den ersten Blick. Erst durch die Stimme, durchs Reden hat man Habe halt ich nicht gemerkt, dass gehört. halt der Stimmbruch schon da war und so. Und aber sonst fand ich sie optisch erstmal richtig hübsch so und sie war auch während der Staffel sehr stark und galt auch so ein bisschen als LKWs Geheimfavoritin. gezogen. Genau. Das machen die bei Topmodel. Die war sehr stark. Ja. Nee, ja, also ich finde das ja nicht schlimm. Mir ist es nur halt instant aufgefallen, dann habe ich gegoogelt und dann dachte ich so, aha. Das ist ja also eine So, Meldung und mehr, dass eine dann, Transfrau gewonnen hat, ja. das Das ist mir eine, das ist mir eine Welt. Nee, es ist ja an sich schön. Meine Frage ist dann nur, was ja wie auch schon mal besprochen wurde, dieses zweischneidige Schwert von Inklusion und Repräsentieren, hat sie wirklich gewonnen? Weil aus denselben Gründen wie andere halt auch gewinnen. Oder war es halt so, okay, wir müssen langsam wirklich mal eine Transperson gewinnen lassen. Also das Ding ist, die Staffel war ja zum ersten Mal divers. Das heißt, nicht nur irgendwie Frauen 90, 60, 90 wurden zugelassen, auch Frauen, die klein waren, Curvy-Models, Trans-Models und so weiter. Und auch mit Entstellungen. Eine hatte auch irgendwie einen Arm, der ziemlich also verwundet war, so mit Narben. Und Frauen mit kurzen Haaren waren zugelassen. Das gab es auch. Also das ist, Echt? ja, das war auch ein Riesending, glaube ich. Okay. Jedenfalls gab es dann auch so ein paar Schwarze, so, die halt irgendwie, und auch, wo ja Sind das auch. auch Leute mit Wo Entstellungen? ich das Gefühl hatte, dass sie auch eher durchgewunken wurde. Also es gab eine, Okay. die war echt nicht gut als Model. Die war echt wunderhübsch und sehr lustig, aber war jede Woche so schwach, aber kam immer wieder immer eine Runde weiter, wo ich dachte, Aber was ah, müssen die machen? das ist Also, gerade ein bisschen auffällig. woran misst sich das Schwachsein? Die kann nicht gut catwalken, oder? Ja, also sie machen ja so Shootings und machen ja Walks. Also, So. oh Gott, ist Sorry, das ich bin voll drin. scheiße. Tut mir echt leid. Tut mir echt leid. Jedenfalls, sie war bei den Shootings oft so. Hatte mal müde geguckt, war einfallslos, wenig Posen und so. Was fällt Und dir ein? hatte mal Kritik bekommen Die von Heidi, so, Schlampe. weißt du? Und trotzdem kann immer wieder weiter so. Und es gab auch unter den Fans auch manchmal Gerüchte, ja, jetzt wird die Wade gereicht, weil die halt curvy ist. Und im Finale waren dann, es waren vier Frauen im Finale: eine kleine, das Transmodel, Curvy-Model und Suline, die aus Syrien geflüchtet ist. So, also war es. Auch ein sehr diverses Finale. Und die Zweitplatzierte, die Dasha, die Curvy-Model war, die fand ich nicht so richtig gut und habe es auch nicht verstanden. Hatte auch da das Gefühl, dass sie auch ein bisschen durchgewunken wird aufgrund dessen. Aber ich muss sagen, die Gewinnerin Alex, die war auch gut. Okay. Also es gab in der Staffel Leute, wo ich dachte, okay, die werden gerade durchgewunken aufgrund ihrer Minderheitenstellung, kann schon sein. Aber trotzdem war sie auch gut. Und ist nicht aufgefallen unter den Ja, Mädels ist ja so. okay. Das fand ich, also meine Einschätzung als Topmodel-Experte. Ich war eher für Soudine, die war echt jede Woche die stärkste gefühlt und war ein bisschen arrogant, irgendwie ein bisschen von sich selber Wer überzeugt, aus aber halt Syrien sehr gut. herkommt, der muss auch ein bisschen Na klar, arrogant sein. er muss Also, erstmal haben, ja. ja. Herzukommen. Genau, aber Deutschland heißes Pflaster, weil die also. sind nur Dritte Die geworden. kommen ja vom Kuschelkurs und wollen sich hier beweisen, also. Genau, ja. Wenn die Suri nicht hart genug ist, kommst du dann zu Heidi Klum, ja. Ja, oh Gott. Nee, also ich war für sie, aber sie kam nicht durch. Und es war auch ein Riesenskandal, dass sie irgendwie rausgeflogen ist, schon als war nur Dritte, irgendwer, wo sie die Beste war. War auch ein bisschen komisch. Aber ich gönn's Alex und das war so die Meldung, Ich die gönn's man. Alex auch. Ich wollte ja nur mal als absoluter Laie so reinfragen. Und Aber es gab noch mehr Sieger. Es gab nicht nur ja, GNTM und bist noch bei GNTM ja, gerade. ganz kurz, weil meine Okay. Frage ist noch, da rufen keine Leute an oder so. Das Nee. entscheidet nur der Heidi Die oder Heidi was? macht das, Ganz genau. alleine. Ja, die kann Wer das ja hat die auch. denn in diesen Götterstatus gehoben? Ich muss echt sagen,
ich habe auch mal gedacht, dieses ganze Model-Zeug, das ist alles willkürlich. Und auch die entscheidet willkürlich, wen sie am hübschesten findet. Aber es gab so in der Mitte der Staffel, gab es so eine Art Umstyling. Und ich dachte auch, komm, die kriegt rote Haare, die kriegt kurze Haare, völlig willkürlich. Aber die hat echt gute Entscheidungen getroffen. Also die eine wurde dann rothaarig, war dann echt viel, viel besser und hat auch hervorgestochen. Also die hat schon irgendwie Ahnung von dem Ganzen. Hat auch so Sachen prediktet, die am Ende eingetroffen sind. Also Heidi, also ich bin jetzt kein Verfechter von welchen Castingshows, ja, ich finde das alles furchtbar. Ich habe es mal so ein bisschen über mich ergehen lassen und dachte, es ist irgendwie auch spannend, es ist irgendwie auch lustig, aber ich hab meine Moral ausgeschalten so ein bisschen währenddessen, weil ich weiß, dass diese Sendung furchtbar ist dennoch, aber ich dachte, komm, bevor ich Bachelor gucke, Dschungelcamp, schaue ich mir einfach mal eine Staffel Topmodel an und ich fand es echt nicht schlimm. Okay. Ich fand es unterhaltsam. Na komm, dann sag uns, wer hat denn noch gewonnen diese Woche, weil ich weiß es nicht, ehrlich Noch gesagt. gewonnen haben die Italiener beim Eurovision Song Ach Contest. so, Ja, ja. und das war ja wohl auch ein Riesending, was durch alle viralen Medien ging. Oh Und ich Gott. schaue ja jedes Jahr den ESC. Ja. Außer einmal, da hatte ich eine Partnerin irgendwie. Nee, nicht Partner. Mein Bruder hatte Geburtstag, genau, und deswegen konnte ich da nicht hin, das nicht gucken. Voll Scheiß sad. Familie, Das Alter. war das Jahr mit Conchita Wurst, da war ich richtig traurig. Jedenfalls, dieses Jahr war es so, dass die Deutschen wieder nach unten gecallt worden sind. Das heißt, es hieß so, ja, der wird eh nicht gewinnen. Und ich dachte, nee, der ist voll nice. Der Jendrik heißt der. Alter, Den das habe kennen wir ich ja beide. gesehen. Was ist denn das? Das ist ein YouTube-Video, Alter. I don't feel hate. Das ist. I just feel Oh, das ist sorry. halt fucking YouTube-Video einfach auf der Bühne. Ja, es ist halt, aber er stach hervor. Weißt du, die anderen haben immer so dramatische Songs Ja. gemacht, so raw, Liebe und so. Und der war halt so, ich hasse dich nicht, du tust mir einfach nur leid für deinen Hass und so. Geile Botschaft. Aber wir haben am Drei Ende Punkte. 3 Punkte bekommen von der Jury und 0 vom Publikum. Muss man ja auch mal sagen. Aber das Ja, war die Leute in Thüringen, in Europa, die fühlen halt Hate. gegen Deutschland halt, ne? Also es ist echt ein Auch. bisschen auffällig, dass wir in den letzten 10 Jahren fast immer schlecht waren. Außer Michael Schulte, der war mal relativ weit vorne. Aber sonst waren alle immer auf Platz Ende so oder Vorletzter. Aber es gab noch 2 Skandelchen. Also einer von Jendrik, der war dann völlig betrunken und ist noch interviewt worden. Und hat dann irgendwie so Sachen gesagt wie, ja, ich bin im selben Hotel wie die, weiß ich nicht, wie die von Zypern und so, wir machen nachher noch eine illegale Corona-Party. Oh Also es war nur ein Scherz, sondern ein Scherz, so weißt du. Und es war, dann habe ich das Interview abgebrochen, dann relativ schnell. Das war ein Skandelchen und das ganz große Ding, wo ich auch Nachrichten bekommen habe von, was, ich glaube, Kalle hat mir geschrieben irgendwie, dass der Sieger vom ESC, der Frontmann von der Band, muss gekokst haben, live im Fernsehen, als sie Oh, quasi witzig. Jurypunkte vergeben haben, gibt es eine Szene, wo der Sänger quasi sich so nach vorne über den Tisch beugt und so ein bisschen so hin und her wackelt, was wie Koksen aussieht. Da gab es einen Riesenskandal, ja, zugekokst und so. Und da meinte aber der Sänger sofort, ich nehme keine Drogen, ich mache auch sofort einen Drogentest, um alles hier abzuwenden. Und der Test war auch negativ. Er hat keine Drogen genommen an dem Abend. Haben die wirklich noch an dem Abend einen Drogentest gemacht? Nee, ich glaube, 3 Tage später oder so. Und er war negativ. Das war ein Riesenskandal. Jedenfalls haben die gewonnen und ich fand die auch gut. Waren nicht die Besten, ich fand die Isländer am besten. Das ist so eine nerdige Band irgendwie, die so rumtanzt. Die so Ja, die rumtanzt. haben so einen Dance aufgeführt, den nicht auftreten konnten, weil einer von denen Corona hatte. Wir mussten die quasi von der Probenaufnahme einspielen. Die waren für mich die Größten, aber waren dann irgendwie nur in der Mitte. Ja, ich hatte ja auf Griechenland getippt, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben und habe dann natürlich dementsprechend dahin geguckt. Ich glaube, das war Platz 10 oder irgendwie sowas. Kann sein, ich habe die völlig vergessen. Ich fand die nicht schlecht, ich habe mir den Song mal angehört, das war es dann aber auch. Und du bist jetzt ein Fan-Trick, kann man so sagen. Vom ESC ja, von Jendrik jetzt nicht ganz. Also ich fand den Song gut, aber ich bin jetzt kein Riesenfan von dem, auch wenn ich Okay. ihn sympathisch finde Ich irgendwie. check das aber nicht. Wonach wird denn diese Scheiße bemessen? Also, Deutschland hat ja irgendwie schon kompetente Musiker und warum schickt man dann halt so einen Typen hin? Warum schickt man da nicht Rammstein hin? Die gewinnen doch sofort. Das Ding ist halt, erstmal müssen die Künstler überhaupt wollen. Ich glaube, Okay. Rammstein machen das nicht, wobei ich Till Lindemann es zutraue inzwischen. Er macht ja inzwischen irgendwie alles gefühlt. Schlagersänger So mittlerweile. eine Art, ja, aber ich finde es gut. Jedenfalls haben die verschiedene Modi probiert, weil die ja immer so schwach waren beim ESC. Haben sie mal gemacht mit einer Castingshow vorher beim Rap damals noch so. Sie haben einen Vorentscheid gemacht mit bewährten Künstlern und mit Newcomern, haben welche bestimmt und alles ging irgendwie in die Hose.
Und jetzt überlegen sie sich halt wieder einen neuen Modus, wie sie jemanden bestimmen können. Aber es ist nicht irgendwie beschränkt, oder? Da darf eigentlich jeder... Die Jury ist ein bisschen beschränkt, muss man sagen, weil ich fand die letzten Beiträge alle scheiße. Alle Zuschauer finde ich auch beschränkt. Nee, nicht alle. Es gibt mindestens einen aus Weimar, der echt cool ist. Ja. Okay. Ich war auch dafür, mal Rammstein hinzuschicken und Till Lindemann irgendwie. Ja. Schon aufgrund seiner Popularität würde der ja voll viele Punkte abstauben. Oder was weiß ich, wen gibt es denn da noch so? Wir könnten dich mal hinschicken mit Menopause-Frauen zum Natürlich. Beispiel, als Beispiel. Es gibt ja Regeln. Also wenn ihr euch bewerben wollt, der Song darf nur 3 Minuten gehen, darf nicht politisch sein und er muss in dem Jahr veröffentlicht worden sein quasi, also ein Jahr zuvor quasi. Mhm. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Rammstein käme mit Engel oder so oder Modern Talking mit Sherry Lady, dürften damit nicht antreten. Ihr müsst einen neuen Song schreiben, sozusagen. Ja, dann ist es wohl höchste Zeit für Dieter Blue System einen neuen Song auszupacken. Ich fände es geil. Dr. Mabuse-Style würde ich voll feiern. Ja. Das zum Song Contest. Auf jeden. Ich habe dazu nur ein Meme gesehen, wenn der Brexit kickt. Und, ja, die hat 0 Punkte bekommen, ja. Ja, UK ganz, ganz hinten. Es gab wohl 4 irgendwie, die 0 Punkte bekommen haben vom Publikum irgendwie. Und das waren Großbritannien und Deutschland unter anderem, ja. Aber England war ja auch ein Kackbeitrag, ohne Spaß. Der war auch langweilig. Okay. Selber schuld. Geil. Ist noch irgendjemand selbst schuld oder wie machen wir jetzt hier die Überleitung? Also du hast sehr viel, ich habe halt mir diesmal, ich habe das Gefühl, Corona neigt sich, also zumindest erkennt man Licht am Ende des Tunnels, ja? Mhm. So ein bisschen. Ja, 16%, glaube ich, in Deutschland, 2. Impfung durch. Ja. Ist noch eine Ecke. Ich glaube, das am meisten geimpfte Land ist UK oder Amerika vielleicht, also USA. USA hat auf jeden Fall so 40%. Also ich dachte, UK waren auch schon ziemlich weit. Ja. Also ein Licht am Ende des Tunnels und langsam habe ich das Gefühl, diese ganzen Larifari, diese Event-Dinger, weißt du, dass irgendwie das Leben kommt zurück. Ja? Mhm. Ob das nun jetzt irgendwie große Trailer sind für Videospiele oder... Außengastronomie hat auf. Außengastronomie, ja. Gestern beim Arzt gewesen, über den Markt gefahren. Was da los war, Alter, puiuiui, ja. Das war ja, es wäre nie was gewesen. Aber also ich finde es auch ein bisschen falsch, ehrlich gesagt, wieder alles zu öffnen, also so ganz blind. Weil die Zahlen ja dadurch kommen, unter anderem, dass halt die Maßnahmen so hart sind. Ich bin vorsichtig so, ich weiß, wir könnten jetzt auch wieder mehr Menschen treffen, wenn wir wollten, aber mache ich jetzt gerade nicht. Also ich bin jetzt immer noch sehr vorsichtig. Ja, muss ja nicht sein. Also ich sehe für meinen Geburtstag noch nicht so die ganz große Feier leider, aber Ende des Jahres wäre schon gut und ich fände es auch gut, wenn ich dieses Jahr nochmal nach Japan käme, weil dann könnte ich sagen, ich war auch schon 2-mal in Japan, urwill. Ja, also dieses, was ich meinte, ist halt diese so virale Videos. Das hatten wir jetzt irgendwie länger nicht so. Mhm. Und ich habe diese Woche ein paar davon. Ob es nun, oder hier ein virales Foto zum Beispiel, weil wir das hatten wir auch mit Kolumbien. Und da gibt es so ein Foto, wie so eine Person gegen so einen Wasserwerfer mit so einem Schild, mit so einem Schild gegen einen Wasserwerfer antritt. Ach, witzig. Das ist ein richtig episches Foto aus dieser Woche. Geil, ja. Das aus Kolumbien, aber auf das Video, was ich hinaus will, ist ein Karen-Freak-Out. Das ging richtig ab diese Woche. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das Klischee ist ja immer so eine Karen, die will den Manager sprechen. Genau, ja. Und hier ist eine am Flughafen und sie will den Flughafen-Manager sprechen. Mhm. So, denn sie ist ins Gate gelaufen ohne Maske und sie durfte da gerade nicht rein und wurde deswegen von der Security festgehalten und wohl auf dem Boden fixiert oder so. So, und dann schreit sie so in das Publikum rein, habt ihr das gesehen? Did you see how he choked me? Did you see it? Und ich hoffe, dass das langsam so übergeht, dass das Normalstatus wird, weil die Leute sagen so, ja, du bist halt da reingegangen, obwohl du das nicht durftest. Buhu, buhu, heul doch so, diesen. Aber ist jetzt wohl auf die Maske gemünzt? Nee, also die Maske wird gar nicht angesprochen, aber sie ist halt die Einzige, die keine Maske auf hat. Und dann sagt sie halt den geilen Satz, I am a woman in a dress. Oh. So, weil wenn das mit einem Mann in Hosen passiert, ja, dann ist es okay. Ja, klar, keine Frage. Aber eine Frau im fucking Kleid. Ja. Pfui. Ja, das war auf jeden Fall. Eine Lady, behandelt mich gut, schlagt mich nicht, haftet mich nicht. I want the manager of the fucking airport here. Richtig gut. Ja, das war für mich so ein kleines Highlight-Video diese Woche. Ja, wieder virale Hits, kann man sagen. Ja. Aber ist es schon ein viraler Hitler wert? Nee, viraler Hitler würde ich nicht sagen. Ach so, wir haben übrigens gerade, bevor ich das vergesse, Greywolf hat auch einen neuen Hörerwunsch gekauft. Ah. Können wir euch ja schon mal teasern. Ich möchte was für mein Geld.
Das Thema Leben mit wenig Geld. Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Was soll das ich denn? Auch nicht. Was soll das denn sein? Ich kann ja einen Experten einladen. Und irgendwas wholesome, was positiv ist. Also da steht uns Tür und Tor offen noch. Aber es ist ein Brennpunkt, also ja. ein Hörerwunsch quasi. Genau. Okay, also wenig Geld und was daran und was Schönes dazu. Es ist halt geil mit wenig Geld. Naja, also man kommt zurecht, aber das können wir dann im Podcast klären. Aber yes. Ja, es, also ich habe viele Gedanken dazu. Ich freue mich sehr darauf, das aufzunehmen mit dir. Schön. Danke an dieser Stelle an Greywolf. Wenn noch jemand Interesse an einem Hörerwunsch hat, dann einfach unter dem YouTube-Video schauen. Da ist ein Link zu PayPal, da könnt ihr 20 Euro und eine Nachricht überweisen und dann machen wir, was ihr wollt. Da können wir gleich noch kurz Werbung machen für den Podcast vom Franz. Der hat mit Stachy einen Podcast gestartet. Wer hat keinen Podcast? Ja, alle haben jetzt inzwischen eins. Seitdem wir angefangen haben damit, haben ja alle einen Podcast. Ja, ich hab mit Herodes ein paar Jahre früher schon, aber ist egal. Das war ein Pilotprojekt für Brennpunkt. Das ist richtig, das war die Blaupause. War genau. Das. Und wie heißt denn der Podcast nochmal? Ich wollte es mir merken. Pottwahl, glaube ich, oder? War das Pottwahl? Ach so, ja. Ja, Pottwahl, genau. Also reinhören beim Franz, beim Stachy. Wir machen einen schönen, lustigen Podcast. Cool. Und die reden auch über darf ich das schon erzählen? Es gibt spannende Themen das nächste Mal. Ich habe schon mit ihm gesprochen, gerade eben kurz. Yes. Dann würde ich kurz aus eigener Sache einstreuen, dass ich diese Woche das Spiel Days Gone beendet habe. Glückwunsch. Das hat 7 verschiedene Schwierigkeitsgrade gehabt. Ich habe natürlich den schwierigsten genommen, Survival 2. Mhm. Habe dann gemerkt, wollt ihr mich verarschen? Ich spiele hier auf Survival 2 und es hat einen Aim Assist. Das heißt, du zielst auf den Gegner und es zielt automatisch Richtung Kopf und ja. So. Kindergarten. Habe ich instant ausgemacht. Ja. Habe ich durchgespielt. Kann ich okay empfehlen. Ist so eine 8 von 10. Der Anfang ist scheiße, aber es geht so. Da habe ich in Twitch habe ich kurz drüber geredet. Und habe so gesagt, ja, es fängt schwach an, aber steigt immer mehr. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich da fast einen Hitlergruß auf Twitch mache. Das war nämlich sehr, sehr witzig. Ja, geil. Ich kann gerade Mario Kart empfehlen. Ich spiele gerade fast jeden Abend Mario Kart. Habe ich schon mal gehört. Das ist so mit Auto, ne? Ja, das ist eher so ein Geheimtipp. Aber ja. Es gibt so eine Firma, die heißt Nintendo. Mhm. Und die haben so eine Figur entwickelt vor kurzem. So ein Italiener mit einem Schnauzbart. Noch ja, Mütze. Witzig. Könnte groß werden. Aber wird er nicht langsam gecancelt? Das ist ganz schön stereotypische Darstellung eines Italieners. Möglich. Bestimmt bald. Wird Zeit. Geil. Was auch Zeit wird, ich habe halt echt so einen Querdenker-Blog gerade. Hau raus, weil das habe ich halt diese Woche gar nicht. Es ist echt viel passiert. Ich mach's kurz für euch, Leute, die nicht so Bock haben auf querdenkende Menschen. Aber der erste ist, KenFM hat ein Verfahren am Hals wegen von der Medienanstalt. Die werden. Herr Ritter hat sich gemeldet bei KenFM. genau. Es ist alles so eine Riege quasi. Die beobachten so ein bisschen oder die kontrollieren. Medien, die journalistisch handeln, aber irgendwie nicht diesem komischen Pressekodex angehören. So. Mhm. Und da kriegt er jetzt wo richtig Ärger, hat ein Verfahren am Hals und wird vom Verfassungsschutz beobachtet, der KenFM. Und sein YouTube-Kanal ist ja gelöscht worden. Und wir wissen, was das heißt. Der Verfassungsschutz guckt einfach regelmäßig seine Videos und drückt auf Like. Ist so, ja. Ja. Und er hat auch schon überlegt, das Land zu verlassen, damit er halt in Ruhe arbeiten kann. Ich bin gespannt, wo er arbeiten will. Dubai. Russland vielleicht. Dubai. Ja. Kann auch sein. Zu Simon Desio in die Wohnung ziehen. Und es wurde wohl jetzt eine neue Kategorie eingeführt an Verfassungsfeindlichkeit. Es gab immer so links und rechts irgendwie und islamistisch. Jetzt gibt es noch, wie nennt sich das? Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Oha. Was sich nicht so links und rechts einordnen lassen kann, wird da eingefügt. Und da gelten vor allem VerschwörungstheoretikerInnen rein. Aber das klingt, wenn ich das so höre, das klingt für mich aber schon ein bisschen nach Drittem Reich so. Wer irgendwie hier, wer den Staat delegitimiert, du, huiuiui. Naja, aber das ist ja der Begriff dafür, wir haben eine Verfassung und einen Staat und wer den halt delegitimiert, der wird halt... Ja, Verfassung bin ich eher dabei, aber der Staat ist ja für mich die mächtigen Personen, aber ja, natürlich ist es Exekutive, Legislative, halt dein Maul, Judikative. Ja, der Staat ist ja auch irgendwie das Grundgesetz, so ein bisschen die Demokratie, das ist damit gemeint. Das also ist halt Merkel ist nicht das Grundgesetz, das wollen wir mal festhalten. Nein, ja? Und Schäuble ist nicht die Demokratie. Nein, nicht ganz. genau, und es hat wegen antisemitischer Verschwörungstheorien jetzt irgendwie beobachtet worden und so und es wird noch sehr lustig bestimmt für ihn. Dann, der nächste große Mensch in der Riege ist Björn Banane. Alter, Björn Banane, der war hier in Weimar. Und es gab Gerüchte, dass er geimpft sein könnte. Mhm. Es gab einen Hashtag bei Twitter,
Hashtag Björnbanane ist geimpft. Sehr kreativ. Sehr kompakt auch. Genau, sehr kompakt. Einfach sehr catchy. Genau, und er ist halt eigentlich Impfgegner, ja, und Querdenker und so. Und alle haben sich gewundert. Und da gab es dann schon die Ersten, die gesagt haben, die ihn halt als V-Mann bezeichnet haben vom Staat und so. Ach Gott, Alter. Glauben ihm nicht mehr. Das frisst sich doch selber auf. Da gab es halt Leute in den Telegram-Gruppen, die schon geschrieben haben, ich habe so viel Geld ihm gespendet und so, was soll das? Das mache ich jetzt nie wieder. Und es gab halt ein Video von Pfingsten, glaube ich, wie er vor einer Gruppe Polizisten stand und so ein gelbes Heftchen rausgeholt hat. Angeblich, um zu zeigen, dass er geimpft ist und hier stehen darf. Keine Ahnung, irgendwie war da was. Ich habe mich noch ein bisschen informiert und rausgefunden, es war kein Impfpass tatsächlich. Alter, wenn das jetzt das Grundgesetz war, dann kotze ich. Nein, es war ein, Moment, wie heißt es? Notfallausweis. Okay. Die sehen wohl so ähnlich aus, zugegeben. Er ist ein psychischer Notfall, Björn Banner. Wahrscheinlich. Er ist wohl, also nicht geimpft, also er ist vielleicht geimpft, wissen wir ja nicht, aber nicht aufgrund dessen, also es war kein Impfpass. Das war ein sehr virales Video unter den querdenkenden Menschen. Das war für den Querdenker ein Querschläger, weißt du? Der hat sich in geimpften Leuten aufgehalten und auf einmal kam so ganz ungünstig so eine Spritze von der Seite. Ja. Die ist irgendwo anders abgeprallt, er kann nichts dafür. Er kennt es nicht, auf dem Spielplatz irgendwie spielen, Rutsche runter rutschen, zack, Spritze im Arm. Kennt man. Dann bist du geimpft und hast HIV. Super. Just Berlin things. Und die Querdenker-Szene scheint so ein bisschen zu zerfallen gerade. Das ist auch gerade was sehr Aktuelles. Dass ich bin aber in manchen Gruppen so ein bisschen drin und lese halt mit, was da so passiert. Und folge auch so Seiten, die das ein bisschen verfolgen, welche Leute da so schreiben und was geschrieben wird. Und die ersten zweifeln tatsächlich richtig krass. Also es gab immer schon so Vereinzelte, die geschrieben haben, naja, ich traue dem nicht so richtig. Aber jetzt fangen richtig viele an zu schreiben, ich habe mein Geld investiert, meine Freunde verloren und es ist nichts eingetreten von dem, was Hildmann und Co. Berichtet haben. Komisch. Weil es gab ja so Ankündigungen von wegen, das Internet wird ausgeschalten, Strom wird abgeschalten, alle werden nur noch verhungern und bestellt Hildmann seine Energy Drinks, um zu überleben und so. Ist alles nicht eingetreten. Der große Great Reset quasi, der angesprochen worden ist. Die New World Order, die schon 500 Mal in Kraft getreten ist. Genau, und da hat auch jemand geschrieben, ich habe immer geglaubt an die ganzen Leute in der Gruppe, aber was ist die Realität? Die Zahlen gehen nach unten, die Lockerungen werden immer mehr. Wo war ich denn mit meinem Kopf im letzten Jahr? So, und wenden sich jetzt ab von der Szene, was gut ist. Und die ersten sind auch schon im Ausland von diesen ganzen führenden Leuten in der Szene, einiges nach Russland ausgewandert. Argentinien, habe ich gehört, da sind diese ganzen. Genau, es waren die ganz frühen, die das gemacht haben, schon in den 40ern. Ken FM will ja auch das Land verlassen. Und auch in, was war das denn noch? Tansania sind wohl auch einige Influencer. Was ist dieser Tansania? Szene. Du hast es jetzt so gesagt, wie dieses komische. Tansania. Also ich kenne das Land, aber. Diese Ausländer, diese Dunkeln, die da. Nee, eben nicht, die Hellen, die Deutschen, die da. Das sind jetzt die Ausländer, ja, die fallen da voll auf. Und die berichten jetzt aus dem Ausland quasi, was in Deutschland so alles wichtig ist und fordern auf zu kämpfen. An vorderster Front. Genau, quasi, vorderster Front und trinken dabei aus Kokosnüssen in Tansania und so. Finde ich ein bisschen seltsam. Und auch, was auch eine Riesenmeldung war, ich rush jetzt ein bisschen durch, weil es viel ist. Vielleicht wird es wieder langsamer. Der Querdenker-Kanal auf YouTube wurde gelöscht. Kannte ich gar nicht. Ich wusste nicht, dass der existiert. Ich auch nicht. Ich war ja auch mal drauf auf so ein paar Videos von Querdenkern, weil ich auch interviewt worden bin. Und bin ganz froh, dass ein paar Videos davon jetzt verschwunden sind, weil ich nicht auf alles stolz war, was da gewesen ist. Ja. Und ich die getrollt habe, aber nicht ganz so zufrieden damit, mit dem Ergebnis war. Und ganz witzig, Maskengegner tragen jetzt Masken gegen Geimpfte. Es ist so cool, und zwar, die gehen davon aus, dass Menschen, die geimpft sind, schädlich sind. Und deswegen sollen Menschen, die ungeimpften Masken tragen, um nicht vergiftet zu werden von den Leuten, die geimpft sind. Also das klingt, als wäre es von Postillon oder so entstanden und dann ernst genommen worden. Aber ist nicht so. Und es ist wie in der Schule, der Lösungsweg ist völlig falsch, aber das Ergebnis stimmt. Sie tragen jetzt Maske in der Öffentlichkeit, viele von denen, nur um sich zu schützen. Also kann ich schützen, das Ganze. Geil. Und jetzt ersticken die aber nicht mehr beim Maskentragen, ja? Jetzt geht's. Offenbar auf einmal nicht. Jetzt kriegen sie alle Luft. Geil. Sehr geil. Was dich betreffen könnte noch? Luft? Luft? Ja, doch, betrifft also, mich gelegentlich. Ich glaube, du atmest ja noch, glaube ich. Kann ich empfehlen. Also Luft kann man nie zu viel haben. Sauerstoff. Und für dich, falls du nach Japan reisen willst, Ende des Jahres, brauchst du vielleicht ein bisschen Geld. Wer weiß. Denn Oma Inge ist für mich da. Ah, echt? Na, ich hoffe es doch. Ich habe doch Geburtstag vorher. Ach, stimmt. Ja. Nee, was für dich relevant ist, es gab jetzt eine Fake-Kampagne einer PR-Agentur, die weltweit, also auf drei Kontinenten wurde das berichtet, die Influencer angeschrieben haben,
die sollten bezahlt werden, dafür Falschinformationen zu verbreiten über BioNTech. Aha. Dass angeblich es ganz viele Impftote gab und unter anderem Mr. Wissen2Go, Mirko Dingsbums, wurde angeschrieben und sollte auch bezahlt werden, zu verbreiten, dass durch BioNTech ganz viele Menschen gestorben sein sollen. Das ist aber jetzt quasi aufgeflogen, mehr oder weniger. Und man weiß jetzt von 3 Influencern, die das gemacht haben, die Kohle genommen haben und jetzt gerade verbreiten, dass halt geheime Dokumente geleakt worden sind, dass halt BioNTech Menschen tötet. Und wer sind diese Leute? Nicht aus Deutschland, sondern irgendwelche, so, die man hier nicht kennt. Aber viele, Ausländer wieder. Aber eine große Reichweite haben. Können wir nicht mal irgendwie Influencer bezahlen, dass sie über Bayern Fake News verbreiten? Um das Bayern irgendwie im Ruf zu schädigen? Fangen wir doch mal an. Wie weit kann man das schon im Ruf noch schädigen? Fangen wir mal an. Bayern, wer nach Bayern fährt, ist dumm. Ist blöd. Ja. Denn die Luft dort ist durch die Atomkraftwerke so verstrahlt, ja, dass du innerhalb von, auch nur auf der Autobahn, du einen Hodentumor bekommst. Ja. Hodenkrebs und Frauen auch. Und obwohl sie keinen Hoden haben, kriegen sie auch Hodenkrebs. Und Söder ist ein Blöder. Genau. Ja. Ganz wichtig. So, hier habt ihr es zuerst gehört. Ich, lieber Tino, würde jetzt an dieser Stelle gern die Holzschnecke verteilen. Ja, bitte. Denn das ist wirklich die lämste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe, die aber krass gehypt wurde. Pass auf, ja. Snoop Dogg, ja. Mittlerweile halt ein alter, seniler Mann. Zumindest auf dem Weg dahin. Vielleicht hat sein Drogenkonsum auch da ein bisschen begünstigt. Aber der hat halt jetzt auch einen Livestream. So. Weil jeder muss halt jetzt Livestreamen. Ja. Das gehört einfach zu guten Ton. Ich weiß nicht, wen es noch so gibt. An Prominenten. Sascha Grey zum Beispiel streamt auch. Da ist aber witzig, dass sie im Titel nicht den Namen Sascha Grey verwenden darf. Warum? Weil der halt irgendwie Porno beladen ist. Und dann geht das von Twitch aus nicht. Aber es ist halt ihr Name so. Oder halt zumindest das gab es auch in der WWE, dass viele Superstars auch getwitcht haben und durften aber nicht den WWE-Namen benutzen, weil da der WWE gehört. Und die mussten die Einnahmen abzwacken an die WWE zum großen Teil. Dumm. Da gab es auch innerhalb des Unternehmens von den Superstars auch Streiks und so. Ja. Auch eine sehr spannende Geschichte. Ja, aber Snoop Dogg nun hat halt vergessen, seinen Stream auszustellen, hat dann 8 Stunden lang sein Zimmer gestreamt, wo nichts drin passiert ist. Mhm. Und der Endclip, wie er entdeckt, dass er, ich streame noch, ja, der wurde geteilt, 1000-fach und angeguckt und hahaha, lol, das Snoop Dogg, guckt mal. Mhm. Und er kommt halt einfach nur ins Zimmer rein und sagt, ich streame noch? Ich hoffe nicht. Und macht aus. Ja. So, und das ist ja wohl, also das ist die absolut verdiente Holzschnecke, denn das ist übelst lame, wenn das irgendjemand gewesen wäre und nicht fucking Snoop Dogg, wäre das allen scheißegal gewesen. Und ja, so ist es, guckt mal, Snoop Dogg, haha. Ich würde gerne wissen, wie viele Donations eingegangen sind, allein in der Zeit, wo er nicht im Zimmer war und nichts gemacht hat. Ja, möglich, dass da einiges ging. Ich weiß gar nicht, was der so für Aufrufzahlen hat. Ist mir auch egal, weil Snoop Dogg, den einen oder anderen Song finde ich ganz gut so. Und er ist ja Fan von dir, kann man ja mal so sagen. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Der hat ein Video von dir geteilt bei Facebook. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. War es Hitman vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Nee, ich glaube, es war sogar PUBG. Weil Snoop Dogg ist ja auch so ein richtiger Zockerino. Wie alt ist der jetzt? Ist er schon in den 60ern? Nee, ne? Nee, ich würde sagen, ich würde jetzt schätzen, der ist irgendwie 53 oder so, 54. Mhm. Auf jeden Fall nicht mehr der allerfrischste, aber keine Ahnung, er ist doch kein alter Mann. Ab 60 oder so kann man das sagen. Ich gucke einfach mal. Aber auch noch zum Thema Till Lindemann, der ist ja auch schon fast 60, glaube ich. Der veröffentlicht in ein paar Tagen einen 49 Song. Ist er. Einen Song mit dem Namen, okay, Ich hasse Kinder. Da freue ich mich sehr drauf. Zum Kindertag, ja. Ich esse Kinder. Ich hasse Kinder. Ich esse Kinder, finde ich besser. Das gab es ja jetzt schon so indirekt in seinen alten Rammstein-Songs. Ja. Mein Teil. Geil. Dann die eiserne, nicht die Holzschnecke, sondern der Metallgepard. Ja. So, richtig geil. An ein Urteil. Da gab es nämlich auch ein sehr virales Video vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren mittlerweile oder anderthalb, wie so ein 12-jähriger Junge so am Wipen ist, am 4. Juli, so am Dancen. Und einer fährt vorbei, steigt aus, macht so einen verspotteten Tanz hinter ihm und haut ihm einfach volles Brett, so einen geschleuderten Seitenhieb vors Gesicht. Haut ihn einfach um, steigt wieder ins Auto und fährt weg. So. Cool, ja. Das ist halt ultra viral gegangen vor einiger Zeit.
Ich glaube, das war halt vor Corona, also ich denke mal 2 Jahre her, 2019. Da gab es mal so einen Trend, dass irgendwelche Jugendlichen random Menschen auf der Straße auf die Schnauze gehauen haben, die wie einen Sack umgefallen sind, wo es auch dann Tote gab tatsächlich, die einfach dann gestorben sind daran. Ja, super harter Kerl, wenn dann so ein 12-Jähriger am Dancen ist, muss man den auf jeden Fall mal umdachteln. Jetzt allerdings gab es das Urteil, deswegen ist das Video nochmal viral gegangen und das Urteil ist 7 Jahre Knast. Cool, das finde ich gut. Das ist ordentlich. Ja. Also der macht das wahrscheinlich nicht nochmal. Einfach random jemanden umpochen. Außer die Gefängniszeit war schön. In Amerika, maybe. Ja, besser als, weiß ich nicht. Also in Russland sind die Gefängnisse härter als in Amerika, glaube ich, ein bisschen. Ja. Alter, das habe ich ja schon wieder ganz vergessen. Matthias Schweighöfer. Ja. Du kennst dich doch aus mit der deutschen Filmindustrie. Naja, es geht. Deswegen weißt du ja auch, in welchem Blockbuster Matthias Schweighöfer jetzt gerade mitgemacht hat. Ich habe es irgendwo gesehen, so einen Trailer habe ich mir... Also ich habe ihn nur angesehen, also die ersten 3 Sekunden dachte, nee, will ich gar nicht sehen. Ja. Weil er spielt wohl so einen deutschen Volldepp irgendwo. Genau, weil was können Deutsche machen in internationalen Filmen? Natürlich deutsche Deppen spielen. Ja. Es handelt sich um den Film Army of the Dead von Zack Snyder, der eh schon so ein bisschen immer so... Leute, ich will niemandem zu nahe treten, aber der ist so ein bisschen Style over Substance. Also das ist... Der hat halt so hier dieses Batman wie Superman und Justice League und sowas. Ah, okay. Ja, er hat auch gute Filme gemacht, so das Dawn of the Dead Remake zum Beispiel damals, fand ich richtig geil. Aber egal, Army of the Dead ist ein Netflix-Film, 2,5 Stunden, der absolut keine Berechtigung hat, so lang zu sein. Hast du ihn gesehen? Ist halt ein Zombie-Film, ja. Und was richtig unangenehm ist, ist die Art, wie der gefilmt ist, also mit der Kamera. Das heißt, alles, was nicht... Es ist wie als wärst du ein Kurzsichtiger. Alles, was weiter weg ist als 1 Meter, ist halt unscharf, weil der Fokus von der Kamera oder die Tiefenunschärfe ist so unangenehm. Das wirkt dadurch übelst billig. Also man muss sagen, es hat natürlich dadurch einen individuellen Look, aber keinen guten. So, das ging mir bei ist das so Hobbit Stil, auch so. Ist das Stilmittel gewesen absichtlich, dass man... Das ist wohl das erste Mal gewesen, dass der halt selber, was das Director of Photography oder so macht, heißt... Er hat auch da die Zügel in der Hand und tobt sich da so ein bisschen aus, aber es ist halt, nee, einfach nee. Also ich habe nur gesehen, dass The Rock mitspielt. Das ist nicht The Rock, das ist Dave Bautista. Echt? Das ist ein anderer Wrestler. Ja, stimmt, Bautista. Ach ja, stimmt. Stimmt, weil wir bei der WWE Werbung dafür gemacht haben irgendwie. Ja. Und da gab es ein Match, wo dann irgendwie Bautista sagt, ich kann nicht heute hier sein, aber ich habe Freunde von mir. Dann kam also so eine Bande Zombies irgendwie zum Ringen. Das war ein bisschen weird. Hat keiner gut gefunden. Werbung. Ja, das machen die öfter. Wenn irgendwie John Cena einen Film hat, machen die auch da Werbung oder The Miz oder so. Ja, Film nicht so gut, muss ich sagen, obwohl ich Zombies echt feiere, weil, keine Ahnung, Menschen töten ist immer gut. Ach so, habe ich das schon erwähnt? Das Geile an Days Gone, was ich durchgespielt habe, auch so ein Zombiespiel, da kann man Kinder töten. Da gibt es Kinderzombies. Oh, krass. Ja, das war für mich echt ein Novum, also es war mir nicht bekannt. Was der GTA nie machen wollte. Der GTA war ja immer dagegen, Kinder zu programmieren. Mal gucken, was da bis kommt heute. Mit GTA 6. Ob dieses Tabu jetzt gebrochen wurde. Nee, machen die nicht. Also GTA... Ja, GTA, also ich weiß nicht, Kinder töten ist uncool, aber Omas zusammen knüppeln auf der Straße ist okay. Die sind ja volljährig, die haben ja schon gelebt. Ja, trotzdem. Ich glaube, dass das von Michael... Also bei GTA 5, Michael DeSantas Sohn... ist wohl der erste minderjährige Charakter gewesen bei GTA. Ach, stimmt, ja. Den man auch töten konnte. Den konntest du ja auch umfahren. Ja. Oder so. Nee, GTA... Ja, der war halt auch irgendwie 16, 17 oder so. Das war kein... Naja, nicht Kind, aber minderjährig. Und Rockstar haben ja so ein bisschen Moral tatsächlich. Also man glaubt es gar nicht, aber ja, haben sie. Also zumindest sowas, was so die Inhalte anging. Auch dieses damals Gay Tony zum Beispiel... Das war ja auch sehr recht progressiv, so ein bisschen so zu zeigen, hier, wir stehen jetzt mal einen schwulen Mann so in die Mitte der Geschichte. Ja, also, ja. Jetzt brauchst du doch die erste Frau. Ich hätte nichts dagegen, wenn man in GTA 6 Föten töten kann. Schon alleine, weil es sich reimt. Jetzt gibt doch auch eine Demo in Erfurt irgendwie am 3. Juni oder ich weiß gar nicht wann genau, wo es auch darum geht, den Schwangerschaftsabbruch-Paragraph irgendwie abzuschaffen, keine Ahnung. Jedenfalls sollen halt Frauen selber entscheiden dürfen, ob sie abtreiben wollen oder ob sie nicht abtreiben wollen. Mhm. Und bei GTA kann man ja anfangen vielleicht, dass da schwangere Frauen rumlaufen. Das stimmt. Kommen wir gleich übrigens nochmal dazu, wenn der Trailer zu einem Spiel hat mich ein bisschen über GTA 5 reflektieren lassen. Egal.
Matthias Schweighöfer. Eigentlich wollte ich auf was ganz anderes hinaus, denn der wurde mir dann als Werbung reingespült in meine geile Instagram-Timeline. Und zwar eine Szene aus diesem Film soll als NFT verkauft werden. Und dafür macht Matthias Schweighöfer eine ultra unangenehme Werbung. Hey, Dieter, 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 Dieter. Oh, es ist so, also seine Figur heißt Dieter. Es ist so unangenehm, Alter. Und ja, das ist jetzt alles irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin kein Fan davon. Die sollen halt irgendwie mal... Von Schweighöfer? Oder? Von Schweighöfer, ja, gibt schlimmere Deutsche, aber bin ich auch nicht der größte Fan auf jeden Fall. Ich bin überhaupt kein Fan, geh kacken, Alter, Schweighöfer, bla. Nee, aber dieses, oh, ich weiß nicht, NFT, jetzt auch noch eine Szene aus dem Film als NFT, das ist halt echt so dumm, Alter. Das scheint gerade groß zu werden, jetzt wurde auch dieses, kennst du dieses Video mit den beiden Babys? Ja, so Charlie Bitmay. Wollte ich auch gerade noch. Wurde auch gerade verkauft. Es wurde verkauft für $760,000. Aber das Ding ist, es wurde ja nicht in dem Sinne verkauft. Das Einzige, was du kaufst, ist ein Kassenbon im Prinzip, einen digitalen Kassenbon. Ja. Du besitzt dieses Video nicht, du kaufst keine Urheberrechte. Es ist total dumm. Also bei einem Gemälde hast du halt, wenn du ein Gemälde kaufst, ein Original, hast du ja wenigstens noch die original aufgetragene Farbe auf deiner Leinwand. Ja? Wenn du aber ein NFT kaufst, dann ist das unterscheidet nichts von jeder Kopie davon. So. Es ist exakt das Gleiche. Mhm. Es ist halt super geil für Leute, die Geld waschen wollen oder die irgendwie zu viel Geld haben und irgendwie eine Art Statussymbol oder haha, guck mal oder so. Ja, es kann schon ein neues Ding werden, dass halt digitale Inhalte nicht mehr irgendwie allen gehören, sondern es ist dann immer nur noch ein Eigentümer. Ja, aber ist das, was das Internet sein sollte? Es kann auch sein, dass es mal so wird. Außerdem aktuell ist es auch noch so, Bitcoin, Ethereum, sind alles übelst hohe Stromverbrauche. Die meisten NFTs laufen auch darüber. Mhm. Also es ist auch noch so, dass es halt nicht cool für die Umwelt ist, muss man halt sagen. Bambi, ich kette mich an Wald, wie das jetzt klingen mag. Ich weiß nicht, ich finde es halt... Also wenn ihr... Wascht halt euer Geld damit, super geil. Gibt es ja jetzt auch schon mit so Kunstgalerien und so, dass du halt sagst, yo, ich kaufe dieses Stück Papier, kaufe ich jetzt für $800,000 und dann, weiß ich nicht, dann wird es halt nur irgendwo in einem Lager aufbewahrt, so. Mhm. Und ja, es ist übelst dumm. Also wenn ihr an Greta Thunberg spenden wollt oder an Fridays for Future, nicht in Bitcoins, sondern in echtem Papiergeld. Die Bäume sollen nicht umsonst gestorben sein. In Luft und Liebe. Und dazu habe ich noch einen Funfact gelesen, bevor wir von Charlie weggehen. Charlie mit My Finger wurde verkauft. Ja. Übrigens auch, das Overly Attached Girlfriend hat ihr dieses Meme-Bild auch als NFT verkauft für 500.000. Und das Disaster Girl, dieses Mädchen vorm brennenden Haus. Ah, ja, ja. So, diese Dinger wurden als NFT verkauft. Ich meine, wenn die das verkaufen und aus ihrem Meme Profit machen, okay. Aber ich finde die Käufer, also entweder finde ich die Käufer dumm oder sie machen halt Geldwäsche. Ich sehe nichts anderes. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren erleuchten. Es ist mir halt echt gleich. Also ich bin jetzt auch kein Fan davon. Ich bin einfach nicht drin in dem Thema NFT und so. Es kann sein, dass es ein Ding wird. So, dass wir voll als die alten Loser da stehen irgendwann. Ja, die haben es nicht gerafft, die beiden, so vor 20 Jahren. Jetzt ist halt NFT voll das Ding. Aber ich halte davon persönlich aktuell nichts. Ja, wie gesagt, wenn du Geld damit machst, okay, dann bist du halt vielleicht ein Fuchs oder was auch immer. Ja. Aber wenn du es kaufst, finde ich dich dumm oder geldwäschig. Auch Klaus Wein ist einer, der gerade eingestiegen ist, der dieses tolle Musikvideo gemacht hat, Killer on the Dance Floor, kann ich sehr empfehlen. Der verkauft ja auch gerade dieses Video über NFT. Man darf gespannt sein, ob das was wird. Ja, jetzt habe ich wieder den Funfact nicht gesagt, den ich eigentlich sagen wollte. Sag mal. Osama Bin Laden hatte am Tag seines Todes auch eine Kopie von Charlie Bit My Finger auf seinem PC. Der hatte sich das auch runtergeladen. Ja, er hat 1000 Menschen getötet, aber er mochte schon Babys. Er fand die so süß. Ja. Kannst du dir das vorstellen, wie er gerade so wie die World Trade Center Sache plant, so sein Flugzeug und so und dann, ach komm, Pause und dann so, ouch, ouch, Charlie bit me and that really hurt. Ja. So sehe ich ihn da. Ja, ich muss ein letztes Mal noch einfach sagen, ich bin halt so ein Internet-Utopist oder Idealist oder so. Ich finde halt, weißt du, das Internet sollte so weit wie es geht Open Source sein irgendwie. Immer schön mit Namensnennung, dass keiner irgendwie Credit kriegt für eine Sache, die ein anderer gemacht hat. Aber schon, dass man es einfach nehmen kann und verbessern, verändern, für was auch immer. So sollte für mich das Internet sein und dann
gibt dieses Meme, ja, Society if bla bla bla, so, und Society if das Internet einfach ohne Upload-Filter, ohne alles, ja, ich glaube, ist natürlich dann ein bisschen rechtsfreierer Raum. Wir leben noch in einer ziemlich guten Zeit, glaube ich, fürs Internet. So, ja. Wir haben noch die ganzen alten Zeiten ausgenutzt, als es halt noch ganz wenig Kontrollen gab und Regeln. Das wird sich, glaube ich, ändern. Je etablierter das wird, desto mehr wird es so sein. Yes. Ja, ich habe dich jetzt hier. Ach so, fuck. Alles gut, erzähl. Das muss ich noch, weil wenn wir einmal bei dem Thema sind, der Dogecoin und der Bitcoin sind nämlich beide abgestürzt. Oh. Ja. Ob die Bitcoin-Blase jetzt platzt? Denn auch hier, ich habe ja gesagt, Bitcoin, auch Proof of Work, das Ding ist hochgradig stromverbrauchend. Mhm. Ja? Vom Minen abgesehen, aber alleine Transaktionen verbraucht halt viel mehr Strom, als wenn du jetzt irgendwie, ich gehe mal zur Spasi und leite dir mal einen Euro rüber. Mhm. Ja? So. Tja, Elon Musk hat ja auch dazu beigetragen, weil er auch keine Bitcoins mehr annimmt. Mhm. Also Tesla, seine Firma. Ja. Und Dogecoin war halt so das Meme-Ding. Genau. Der ist auf jeden Fall auch krass hochgekommen, aber also dadurch, dass es ein Meme-Ding ist, und ich glaube, der Unterschied ist auch da, dass da viel mehr von, also Bitcoin wird ja ganz slowly abgetragen, gemined, ja. Mhm. Aber Dogecoin wird irgendwie in der Sekunde, werden so viele Coins hergestellt, dass der eigentlich nie, also der wird halt nie irgendwie $10 wert sein. Mhm. So. Das sagst du jetzt. Das sage ich jetzt und das bin ich von überzeugt. So. Ich bin gespannt. Ich glaube, er war bei einem halben Dollar oder so und ist jetzt wieder auf 0,3. Ich kenne die Zahl nicht auswendig, ist mir eigentlich auch egal, aber es ist ja, wir sind Brennpunkt-Internet. Das ist das Internet-Thema eigentlich, so Bitcoin und Krypto und bla. Das ist das Internet, ja. Das ist ja unser Steckenpferd. Yes. Ja, ich bin durch mit diesem Scheiß. Ich habe einen kleinen Nekrolog. Oh, oh. Es gab einen kleinen Nekrolog. Die Woche sind Menschen gestorben. Und zwar, zum einen ist dir die Band Milli Vanilli noch ein Begriff. Ja, da ist nämlich dieser Mann gestorben, dieser eine. Das waren die Faker, die gar nicht selbst gesungen haben. Genau. Und ich skate zurzeit öfter mal mit Alisa. Die ist eine Anfängerin und die hat gesagt, die kannte den persönlich. Die ist nämlich Musikerin. Ja. Gnadete, cool. Die um 15 Jahren. Spielt Klavinier und Klavinette. Klavinette. Ja. Und, hatte da irgendwie so einen Auftritt und hat der gesungen. Ja. Und jetzt ist der tot. So schnell kann es gehen. Ja. Milli Vanilli, für alle, die es nicht wissen, war eine 80er-Jahre-Band, so ein Duo, zwei Schwarze, die so getanzt haben. Girl, you know it's true. Und irgendwann bei einem Konzert hat dann die Platte gehangen, das Tonband irgendwie so. Da ging es immer, girl, you know it's, girl, you know it's, girl, you know it's. Und dann flog auf, dass sie halt nur Playback gesungen haben, gar nicht singen konnten so richtig. Und kurz darauf mussten sie ihre Preise zurückgeben, Fans haben... Da hätte man doch so krass draus machen können, ey, das war jetzt Absicht, oder? Naja, es war nicht der... Also es war nur der Auslöser, dass man diskutiert hatte. Und kurz darauf hat dann der Produzent Frank Farian zugegeben, ja, es singt ein anderer. Wir haben halt heimlich Aufnahmen gemacht mit einem anderen Sänger. Und kurz darauf, also nicht lange Zeit später, hat sich der eine von den beiden umgebracht. Und der richtige Sänger, der hieß John Davis... Ja. Hat dann auch eine Karriere gestartet so und ist jetzt aber mit 66 Jahren an Corona gestorben, an einer Corona-Infektion. Ich dachte, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Bei ihm nicht, nee, bei ihm hat es aufgehört. Mist. Er hätte wohl mehr Tote essen müssen. Oder bitte, weniger bitte Corona. Ja, weniger Infektionen. Also eher Rest in Peace, große Stimme, finde ich, großer Musiker. Dann, was mich persönlich sehr betrifft, School of Rock, mein Lieblingsfilm, also einer meiner Lieblingsfilme. So Jack Black Top ist 3. Tot. Nee, zum Glück nicht. Also es ist immer scheiße, wenn jemand stirbt, aber Jack Black ist es nicht, weil ich will auch von dem viele Filme sehen und viele Songs hören von Tenacious D. Nein, hast du School of Rock gesehen? Das ist ewig her, Alter. Der lief mal auf Premiere und ich habe, glaube ich, auch den Anfang verpasst. Also ich habe so eine Stunde wahrscheinlich davon gesehen. Geiler Film, es gibt keinen, den ich, obwohl The Dark Knight und School of Rock sind die beiden Filme, die ich sehr oft gesehen habe. Und der eine Junge, der Schlagzeug gespielt hat, der Freddie Jones, hieß seine Rolle, der ist eigentlich nur Musiker, nicht mal Schauspieler, aber hat ist da jetzt Daddy die Rolle Jones? Bekommen. Er ist jetzt Dad Jones, Daddy Jones, ist bei einem Verkehrsunfall gestorben, vor ein paar Tagen mit, weil ich glaube Anfang 30 ist er gewesen und ist halt ganz früh gestorben, richtig sad. Ich fand seine Performance sehr witzig, er war ein großer Musiker, guter Schlagzeuger, ist gestorben. Da hat Jack Black auch ein... Ist der gestorben? Ist gestorben jetzt. Aha. Und Jack Black hat quasi jetzt ein Bild geteilt, so mit viel zu früh und so. Das hat mich sehr berührt und ich werde den Film mir die Tage nochmal ansehen, im Gedenken an diesen tollen Schauspieler, Musiker. Mhm. Und was uns alle irgendwie, wir kannten es alle,
Der Internet Explorer. Er ist jetzt tot, oder? Noch nicht. Also Okay. er wird gerade ins künstliche Koma versetzt, quasi. Und wird nächstes Jahr im Juni, glaube ich, 2022, endgültig werden die Geräte abgestellt. Was sollen denn dann sämtliche PCs in Schulen machen? Ohne Internet Explorer. Ja, weiß ich nicht. Du bist ja aufgeschmissen, kannst dich ja gar nicht mit dem Internet connecten. Gar nicht mehr. Und Microsoft haben ja dieses Edge erfunden, so als eigene Konkurrenz sozusagen. Und der ist viel schneller und sicherer und deswegen wird jetzt der Internet Explorer quasi abgestellt. Richtig sad, von 1995 bis heute einer der meistgenutzten Browser und jetzt soll er sterben. Ja, RIP in Nicht-Peace, weil Ja. übelste Gurke das Ding. Muss man sagen, es war echt langsam. Also es war kein Vorurteil, es hat echt gestimmt. Auch eine Gurke hat sich wieder der US-Senat diese Woche geleistet, denn es wurde entschieden mit, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube 54 zu 34 Stimmen. Also du musst dir das auf der Zunge zergehen lassen, was dieses dritte Weltland leistet. 34 Ja-Stimmen, 54 Ja-Stimmen und 34 Nein-Stimmen für die Frage, sollen wir eine Kommission von 10 Leuten machen, die die Events von dem Aufruhr am 6. Januar untersucht, also wo die das Kapitol gestürmt haben. 54 Ja, 34 Nein. Es wurde dagegen entschieden. Warum? Weil es hätten 60 sein müssen. Wegen dem Ah. Filibuster, das ist eine lange Geschichte, aber es waren Leute nicht da. Du siehst ja, das wären keine 100 alles zusammen. Es waren Leute nicht da und die werden automatisch als Nein gewotet. Und Wir hätten die Frage nur trotzdem, anders stellen müssen. Sollten wir keine Kommission gründen? wahrscheinlich, ja, Ha, verdammt, stimmt. dumm gelaufen. Ah, Mist. Ja, da So, war der Fehler. und du musst dir das halt überlegen. Selbst wenn die alle Nein gewotet hätten, wären es trotzdem 54 zu 46 gewesen. Und es hätte trotzdem nicht passieren können. Weil sie halt durch den Filibuster eine 60er-Wertung, also Mehrheit bräuchten. Das ist so ein Schwachsinn. Es ging wirklich nur um die Frage, sollen wir eine Kommission machen aus 10, aus 5 Republikanern, 5 Demokraten, die diese Events untersuchen? Und warum sollte man da dagegen sein? Ja. Naja, ich würde mal tippen, dass die Nein-Stimmen von den Republikanern kamen, so ein bisschen, dass die das nicht so Ja, wollten. natürlich. Ja, die wollen halt ihren Ruf so ein bisschen schützen und wollen halt nicht, dass das dann irgendwie rauskommt, dass sie das aufgeheizt haben. Ja, exakt das ist es aber. Das sagen die natürlich nicht offensichtlich. Ja, auf jeden Fall eine gute Gurke wieder im Senat. Aber kommen wir nicht zu so viel Amerika. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn wir da mal nicht so viel drüber reden müssen. Es ist so ruhig geworden ohne Trump, ne? Ohne Joe Biden wollte ich schon sagen, ich habe Ja, es genau gehört. der lebt noch. Gerade so. Nee, aber diese Woche, das war so ein bisschen die Woche der Trailer. Ja. Und du bist ja richtig drin, Tino. Du kannst ja jetzt hier sagen, zum Beispiel Horizon Forbidden West. Wie geil Ja, ist das geiles denn? Spiel, ohne Ja, Spaß. worauf freust du dich am meisten? Also auf den Horizont hinzureiten zu können, da freue ich mich sehr drauf. Wie sich der Horizont immer verändert und du musst dann. Tatsächlich kann man da reiten, aber nicht auf Pferden. Auf was reitet man da, Auf Tino? Schwein natürlich. Richtig, auf Metalldinosauriern. Ja, meine ich ja mit Schwein. Eisenschweine, Ja. ja klar. Ein 16-Minuten-Gameplay-Trailer von Horizons sah ganz nice aus. Ich muss aber sagen, Horizon 1 war für mich mehr so eine 7 von 10. Weil irgendwie von der Story ist fast nichts hängen geblieben und Bei mir diese auch nicht. Hauptcharakterin, ja, ich habe nichts gegen Frauen. Nicht, dass ihr das jetzt wieder so Nicht ausgelegt gegen habt. alle. Aber die redet die ganze Zeit so irgendwie ganz anstrengend. Und dann so pseudo-cool. Und dann flüstert die aber auch die ganze Zeit. Ich finde das fürchterlich. Das finde ich aber bei allen Synchronarbeiten teilweise so, wenn du irgendwelche Hollywood-Blockbuster auf Bei Deutsch allen guckst. Synchronsarbeiten teilweise. Ja, also aber bei vielen, also es fällt mir auf, dass sie immer so cool sprechen, so, oh wow, du hast eine Ja. tolle neue Frisur, Aber Darling. das geht noch. Ich finde das da halt so unangenehm, dass sie dazu auch noch so flüstern muss. Oh, ich mag das irgendwie gar nicht. So. Das kann aber auch ein Trick sein. Also ich habe mir mal sagen lassen von jemandem, alle Menschen reden irgendwie laut und so nach vorne, so die im Fernsehen sind. Aber wenn du leise sprichst, so, dann wollen sich alle nach vorne und wollen dir zuhören. Und dann hast du ihre Ja. Aufmerksamkeit. Ich finde es trotzdem scheiße. Ja, Sie es hat meine kann Aufmerksamkeit anstrengen. auf ihre Scheiße gelenkt. Das hat sie erfolgreich gemacht. Siehst du? Ja, wie gesagt, ich finde das Spiel nicht Dreck. Ja, das 7 von 10, das ist ja trotzdem noch eine gute Wertung an sich. Eine sehr gute, ja. Und der Trailer sieht geil aus, weil es ist jetzt mehr so tropisch. Du spielst in San Francisco, was ich eine geile Prämisse finde. Seit San Andreas liebe ich ja San Francisco. Ah, ja. Und es ist komplett überwachsen und sieht
toll aus, so, aber es ist schon ein bisschen more of the same. Und der größte Schwachsinn, und jetzt kommt Herr Rodes bitte mal und erklärt mir mal, wie das funktioniert. Sie hat, und das wurde sehr von Breath of the Wild abgeguckt, sie hat einen Glider, so einen Fallschirm, Ja, kann runterspringen. das kenne ich. Curse So, of the Wild. jetzt pass auf. Ihr Glider ist holographisch. Das heißt, eine digitale Projektion und Aber damit. Materie quasi, dass sie trotzdem gleiten kann. Nein, es ist durchsichtig. Sie hat halt so ein Ding hier am Kopf, was quasi so Bilder projizieren kann. Und genau mit so einem Ding gleitet sie halt. Also das ist eine Frechheit, was das mit der Physik Aber macht. kann sie auch irgendwie Waffen sich Nee, ausdenken und nee. dann. Es ist nur das, sie hat halt so einen Stab und Bogen und sowas und Schleudern. Es Es ist ist ganz schon sehr absurd. weit gedacht, wenn du dir mal vorstellst, dass sie mit ihren Gedanken, nur Das. ganz normale Gedanken, kann die halt so ein Schild hervorrufen, was physikalisch funktioniert, aber eigentlich gar Es nicht da ist ist. echt ganz Es großer ist voll Käse. futuristisch. Ich finde das Ja. spannend. Dann gab es noch Dying Light 2, auch ein geiler Trailer. Das ist, glaube ich, das erste Spiel. Kam in Deutschland gar nicht raus, weil es so brutal ist. So mit Zombies auch wieder und Arm ab, Bein ab, alles ab. Na, Ab, ab. Nase ab. Ja. Sieht ja gut aus, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist halt so Mirror's Edge, also First-Person-Parcours mit Zombies. Auf dem Papier klingt das super geil für mich und ich liebe auch Dead Island eigentlich. Aber so richtig, richtig gehypt bin ich nicht davon. Also vielleicht irgendwann mal. Ja, und Far Cry 6, darauf wollte ich nämlich hinaus, als wir vorhin GTA angesprochen haben. Denn Far Cry 6 hat ja auch ganz viele Settings durch. Ich glaube, der erste war so tropisch. Und Open World auch noch. Genau. Der zweite war so Afrika. Der dritte, der war ja auch irgendwie mehr so tropisch, oder? Den dritten habe ich auch gespielt. Das war der mit Vaas. Das war eigentlich so der gehypteste, glaube ich. Jetzt kommt Schwarzwald. Nee, nicht ganz. Der vierte war Himalaya. Der fünfte war so Redneck, irgendwie Texas-Ding. Vierter, fünfter habe ich nicht gespielt. Der sechste sieht jetzt für mich wieder sehr interessant aus. Und das ist so Mexiko oder Lateinamerika halt. Und da spielt zum Beispiel auch der Gus von Breaking Bad eine Rolle, den ich richtig gut finde. Aber das Spiel fängt halt an, ja, es spielt Lateinamerika und der erste Shot, den du siehst, ist eine Bar von oben und sie heißt halt El Bar. Sie heißt halt einfach El Bar. Ja, schön, So schön. wie die Bar. Ja. So, aber da ist mir halt aufgefallen, fuck off, Alter, GTA wird viel zu ernst. Und ich hoffe, dass GTA 6 wieder ein bisschen dahin geht, weil hier unter anderem kannst du mit einer Waffe, die CDs verschießt, Leute töten. Ja, also so kleine Discs. So Milli Vanilli-CD ist quasi, Da ja. läuft halt wirklich dann Macarena. Geil. So, und dann schießt du und jedes Mal, wenn du schießt, hört halt der Song kurz auf und dann spielt er weiter, weil halt die CD raus ist. Macarena. Ah. Es ist übelst gut. Oh, cool, So. ja. Witzig. Und solche Ideen hat GTA eigentlich sonst immer gehabt. Und jetzt, keine Ahnung, GTA 5 ist mir zu ernst irgendwie. Ja, das war Deswegen mag ich sehr, San ja, Andreas, glaube ich, stimmt. lieber. Es war sehr seriös, streckenweise. Und ich hoffe bei GTA 6 auf eine weibliche Main Character Person irgendwie. Das ist tatsächlich hier nämlich auch. Es ist eine weibliche Hauptrolle. Ich muss sagen, die Hauptfigur und das Spiel sieht sehr, sehr geil aus. Also optisch. Die ganzen Figuren sehen irgendwie so ein bisschen kartoffelig aus, irgendwie ein bisschen räudig. Und sie ist auch. Sie hat irgendwie nicht so einen Charakter. Sie ist so ein Abziehbild, eine coole, haha. Aber so richtig irgendwie was zu holen ist da Nicht nicht. tiefgründig. Aber ich spiele auch viel lieber Frauen als Kerl. Also ich bin im echten Mann, weißt du, kann ich. Ich habe in Rollenspielen eigentlich immer einen weiblichen Charakter erstellt. Auch im Bett, ne? Im Rollenspiel bist du immer die Frau. Ich bin immer die Frau, ja. Wie wäre es bei GTA 6 mal mit einem Kind als Main Character? Da kann man schon mal die ersten Das wäre geil. Kinder quasi etablieren bei GTA 6, dass man dann bei 7 sagen kann, naja komm, jetzt haben wir schon Gewalt mit Kindern gezeigt, jetzt können wir die auch mal auf die Straße stellen und umfahren lassen. Ja. Ja, das auf jeden Fall in unserem Entertainment Bracket. Ich Dann habe habe aber auch ich. noch einen Trailer. Ja, Und ach so. zwar, Germany's Next Topmodel nee, das, 2022. der noch keinen Trailer, aber man kann sich schon bewerben, also macht nur. Nein, Dear Evan Hansen ist mein Lieblingsmusical, meine Lieblingsnovelle. Da gibt es auch ein Buch dazu. Und es ist halt, da geht es so um so Angststörungen und so Dein Lieblingsmusical. Ich komme hier an mit drei Blockbuster AAA-Games und du mit einem Musical. Ich Ja, versuche mich da reinzufühlen, ist okay. die Hauptrolle von Ben Platt gespielt, ja, Musical und gesungen. Übelst geiler Typ, geiler Schauspieler, gut aussehend und überhaupt. Und der ist halt schon fast 30, glaube ich. Hat vor Jahren halt schon dieses Dear Evan Hansen gespielt, wo es glaubhaft war. Aber inzwischen ist er halt schon etwas älter.
Und es kam halt irgendwie die Meldung schon vor einer Weile, dass die einen Film drehen zu der Geschichte. Und ich dachte, ja, es kann nur Ben Platt spielen, aber er ist ja auch viel zu alt. Es kam ein Trailer mit ihm in der Hauptrolle raus, aber voll verjüngt. Aber es sieht so unglaubwürdig aus. Es sieht echt einfach aus wie so ein alter Mann, der irgendwie geschminkt worden ist. Zwischen den ganzen Teenagern. Es ist witzig, aber er spielt halt echt gut. Und deswegen kann ich empfehlen, Dear Evan Hansen, tolle Geschichte. Sehr dramatisch, aber auch witzig streckenweise und ein geiler Soundtrack. Meine kleine seriöse Trailer-Geschichte hier. Ich bin noch nicht gehuckt, aber Ist auch nicht dein gönn Ding. dir. Ich bin ja Musical-Fan, so. Ich mag halt irgendwie alle möglichen Musicals. Ich habe letztens gesehen Mamma Mia zum Beispiel, also diesen Film mit Meryl Den Streep in der habe Hauptrolle. ich mit meiner Mutter tatsächlich mal gesehen. Der ist so gut, komm. Aber hat halt gute Songs. Eben, Das ist ja. richtig. Aber keine Ahnung, Mary Poppins zum Beispiel feiere ich auch hart. Aber das ist für mich halt kein Musical. Ja. Supercalifragilisticexpialidocious. Gut. Ich würde sagen, diese Woche war mindestens eine, weiß ich nicht, Tino. Sind wir schon so weit? Sind wir schon am Ende? Wir sind schon drüber. Und Oder? jetzt gibt es ja noch gleich das Add-on. Wir lesen ja jetzt noch Haben Fanfiction. wir angefangen? Ja, stimmt. Oh Gott, krass. Yes. Wie die Zeit vergeht. Wir haben nur so viel auf der Liste, aber Ja, du ich kannst auch mag's noch nicht. hier irgendwie was ganz Wichtiges raushauen. Naja, also es gab eine 97-jährige TikTokerin, die den Holocaust überlebt hat aus Auschwitz. Die einen Holocaust überlegt hat zu machen. Überlebt hat und hat einen Shitstorm bekommen nach dem Nahostkonflikt. So doofe Jüdin und so, war richtig scheiße. Aber die ist richtig süß, hab mir das mal angesehen bei TikTok. Ach, die ist gar keine doofe Jüdin. Nee, Ach die ist eine so, coole Jüdin. hast du überprüft. Genau, ich glaube, ich überprüft. Klar. Michael Wendler will keine Musik mehr machen, bis endlich die Danke ganzen bösen dafür. Menschen im Gefängnis sitzen. Das ist wie Hitler, der uns von Hitler erlöst hat. Genau, quasi, ja. Ah, Held oder nicht Held. Ah. Apropos Hitler, Höcke, sein Haus wurde durchsucht wegen Volksverhetzung. Da gab es wohl irgendwelche Anschuldigungen. Dann will ein CDU-Abgeordneter in Hamburg Gendern verbieten. Die neue Verbotspartei CDU. Wird sehr witzig. Und er hat noch gesagt, genau, beim Armutstisch darf jeder gendern, wie er will, aber nicht in öffentlichen Gebäuden und so. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle mir jetzt voll lustig vor, dass er gegen Gendern ist in der Öffentlichkeit, aber zu Hause sagt, Schatz, gib mir mal bitte die Salzstreuerinnen oder so. SalzstreuerInnen. Ja. Sehr witzig. Es gab noch eine fette Meldung mit Weißrussland bzw. Belarus, mit Lukaschenko, der eine Landung erzwungen hat. Ist Ja, aber jetzt das zu tiefgründig, um es ganz kurz ist richtig, aufzugreifen. aber ich find das geil, dass wir uns gerade unser kleines Nordkorea hier in Europa erbauen. Ja, ist echt Freue ich so. mich drüber. Und sorry nochmal, noch letzte Meldung an Alex, habe ich ganz vergessen. Jota wurde zerstört. Dieser komische Promis unter Palmen-Promi. Ich dachte, ist das nicht irgendwie ein J-Byte? Das ist doch so eine ganz große Einheit oder Ah, so. kann sein, ja. Das ist so ein Männer-Coach quasi. Männer sind Alphas. Es gibt drei Typen von Frauen und so. Richtiger ekelhafter Typ. Und der wurde vom ehemaligen Cutter von Rezo zerstört quasi. Hier gibt es ein schönes Video. Ich zerstöre Jota. Ach, ist das so? Lernt man das in der Ausbildung bei Rezo, ja? Das Cutten und das Zerstören gleich mit. Nein, wobei, aber auch die Videos von Rezo hat ja quasi der Typ auch geschnitten und produziert sozusagen. Deswegen Ah, konnte er das okay. Konzept übernehmen irgendwie. Danke an Alex dafür. Cool. Jetzt können wir abschließen und können dann die Geschichte vorlesen. Yes. Ja, es waren viele kleine Sachen, aber in der Summe fand ich das schon spannend, muss ich sagen. Auch klein Und Vieh macht Mist. dieses, das hast du halt nicht mitbekommen in der Art, aber dieses Sat.1-Ding war halt wirklich groß. Ja. Also ein Instagram-Video im deutschen Sprachraum, was 7,5 Millionen Aufrufe hat, das ist schon ordentliche Ansage. Deswegen, also bei einer 7 wäre ich schon, glaube ich. Ja, dann GNTM und ESC. Ich Oh, finde, da ist stimmt. einiges passiert. Also Puh. in der Unterhaltungswelt. Ganz viel Verschwörungszeug Die zerfällt Trailer gerade. waren schon. Also, ich fand übrigens alle drei Trailer geil. Habe ich vielleicht vergessen zu Ich erwähnen, würde gerne aber. 8 sagen, weil es so viel kleines Zeug ist, was aber große Dinge auslösen kann. 7,5 wäre ich, glaube ich, Ja? zufrieden damit. 8 finde ich schon Aber hart. Lukaschenko, der dieses Flugzeug da hat runter notlanden lassen, nur weil so ein Regierungskritiker irgendwie Rammstein-Videos gesehen hat und so, weiß ich nicht. Also ich finde es halt. Ja, pass auf, weil Greywolf so nett war und mal wieder einen Hörerwunsch gekauft hat. Eine Geh 8, ja. mal auf die 8. Oh, danke. Danke, Es Greywolf. muss eine 8 sein. Du hast es gerissen. Super. Ja, gut, dann öffne ich jetzt hier mal so eine PDF und lese mal meinen Teil vor. Tino liest dann seinen Moin, Teil vor. moin. Vielen Dank an Jules an dieser Stelle wieder für großartige, was auch immer uns hier erwartet. So, also wie gesagt, es gibt zwei Abschnitte. Der eine ist wahrscheinlich nur aus meiner Perspektive.
und dann nur aus Tinos Perspektive. Ja. Teil 2.1. Eine Woche war vergangen und Robin lag nachdenklich in seinem Bett. Morgen kommt Tino vorbei, um mit mir den Brennpunkt aufzunehmen. Was soll ich denn nur machen? Im Kopf ist Robin schon alle Möglichkeiten durchgegangen, selbst die unmöglichsten Dinge. Er hatte überlegt, ob er sich ein Kostüm anziehen solle, damit Tino nicht sieht, wie aufgeregt er war, oder ob die Schminke... oder ob er die Schminke von seiner Mitbewohnerin ausleiht. Witzig, die ist ausgezogen. Kannst ja auch die von Dion nehmen, ja. Die Schminke. Somit hätte er sogar den Geruch des Puders in der Nase, was ihn vielleicht von Tinos Geruch ablenkt. Doch welche Idee sich Robin auch einfallen ließ, Tino würde Fragen stellen, welche er nicht beantworten konnte. Schließlich kannten sich die beiden schon eine ganze Weile und sie hatten schon oft den Brennpunkt zusammen aufgenommen. Morgen ist es wieder soweit. Allein beim Gedanken an den nächsten Tag wurde sein Herzschlag schneller. Er musste dadurch und sich so normal wie möglich verhalten. Auch wenn er wusste, dass es unmöglich war. Er stellte sich vor, wie er mit Tino auf dem Sofa sitzt. Wie er seine Hand auf Tinos Oberschenkel legt. Wir sind gerade kurz davor. Ja. Und seine Wärme spürt. War Tino eigentlich rasiert? Wie kam er denn jetzt? Also Tino ist übrigens nicht rasiert, nee, wegen seiner Rolle. Wie kam er denn jetzt darauf? Er hatte sich noch nie darüber Gedanken gemacht, wie Tino wohl untenrum aussah. An sowas darf ich nicht denken. Das wird mir das Treffen nur noch schwerer machen. Jedoch half das nichts. Robin wurde immer wärmer. Er schaute kurz auf, ob er das Fenster schon geöffnet hatte, der kühle Luftzug, welcher sein Gesicht streifte, verriet ihm die Antwort. Er warf die Decke zur Seite und lag nur in Boxershorts in seinem Bett. Er stellte sich vor, wie Tito neben ihm liegt. Er wünschte sich schon lange nicht mehr alleine in seinem Bett zu schlafen, Tino in seinem Arm liegen zu haben, seine warme Haut auf seiner zu spüren und seinen Herzschlag zu lauschen. Ich kann auf jeden Fall schlechter lesen, wenn ich eine Stunde Brennpunkt vorher geredet habe. Holy shit. In den letzten Wochen hatte er sich immer wieder vorgestellt, Tinos schlanke Taille, auf die er seine Hand legen würde, seine zierlichen Arme und sein frisch rasiertes Kinn. Ob er sich morgen extra rasieren würde? Du Assi. Kein Wissen. Und was würde er anhaben? Es sollen schließlich 25 Grad werden. I wish. Er wusste schon, was er anzieht. Robin hatte meistens dasselbe an. Seine Schwimmhose mit den Palmen und dazu ein lässiges T-Shirt. Nee, nicht gar nicht. Er nahm die Decke zwischen die Beine und war gerade am Einschlafen, als sein Handy vibrierte. Es war Julius, welcher in der Nostra 19-Gruppe schrieb. Eigentlich stellt er die Gruppen immer auf stumm. Heute hat er es jedoch vergessen. Jeden Tag machst du das, ja. Du kennst mich einfach zu gut, Jules. Er las, dass es anscheinend eine Diskussion über das Choken gab. Nach ein paar Nachrichten begriff er, dass sich Julius mit einem Mädchen getroffen hatte und er herausfinden möchte, wie man richtig choked, da sie nicht begeistert gewesen war. Ich lebe ja noch. So schwer ist das doch nicht, dachte sich Robin und fing an zu antworten. Nach dem ersten Wort stockte er jedoch. Habe ich das so lange nicht mehr gemacht, dass ich nicht mehr weiß, worauf ich achten muss? Das ist doch nicht so schwer. Er schloss die Augen und stellte sich vor, wie Tino unter ihm lag und er seine Hand an Tinos Hals legte. Er merkte, wie sein Blut in seiner unteren Region staute und er langsam aber sicher einen Ständer bekam. Anstatt sich weiter vorzustellen, wie er die Hand an Tinos Hals führt, wanderte diese langsam über seinen Oberschenkel. Er genoss diese zarten Berührungen. Seine Fingerkuppen glitten immer weiter Richtung Leiste, bis sie an seiner Boxershort ankamen. Schluss damit. Ich darf jetzt nicht an ihn denken. Wie soll ich ihm sonst morgen gegenübertreten? Er schloss die Augen und schlief ein. Gott. Ist das süß, ich will richtig mitfühlen. Kapitel 2.1, Tino. Tino wachte um 5 Uhr auf. Er konnte nicht schlafen. Er hatte sich schon die ganze Nacht hin und her gewälzt und keine Ruhe gefunden. Wieso bin ich denn nur so aufgeregt? Fragte sich Tino. Ach, das bringt ja nichts weiter, rumzuliegen. Er stand leise auf, um seine Freunde nicht zu wecken, und holte sich ein Glas Wasser. Als er zurückkam, saß seine Freundin schon im Bett und schaute ihn fragend an. Was ist los? Du schläfst schon die letzten Tage so unruhig. Als hätte ihm das gerade noch gefehlt. Er wusste doch selbst nicht, was los war. Aber er konnte auch nichts anderes machen,
als die Wahrheit zu sagen. Ich gehe ja morgen zu Robin und ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich ziemlich aufgeregt, wenn ich daran denke. Ich weiß, das klingt komisch. Doch bevor Tino weiterreden konnte, unterbrach sie ihn. Ich habe mir sowas schon gedacht. Seit letztem Samstag wirst du immer rot, wenn es um Robin geht. Täglich Thema. Ja, ist echt so. Und richtig schlafen kannst du auch nicht. Ich weiß, wie sehr du mich liebst und dass du immer ehrlich zu mir bist. Ich weiß es auch zu schätzen. Ich möchte... Ich möchte, dass du mit Robin schläfst. Von 0 auf 100, Alter. Tino war froh, dass er gerade keinen Schluck Wasser im Mund hatte. Denn sonst hätte er diesen quer über das Bett gespuckt. Du möchtest was? Und was ist mit Robin? Als ob er das auch wollen würde. Doch sie antwortete nur, ich möchte, dass du es ausprobierst, falls sich die Möglichkeit ergibt. Du musst herausfinden, was das für dich bedeutet. Außerdem weiß ich, dass ich bei dir immer an erster Stelle stehe. Ich kenne dich eben. Völlig verwirrt saß Tino auf der Bettkante und starrte seine Freundin an. Weiß sie nicht mal ihren Namen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, antwortete Tino. Doch seine Freundin machte ihm klar, dass er nichts antworten sollte und küsste ihn. Oh Gott. Es ist erschreckend nah an der Realität dran. Es ist so gefühlvoll, Jules. Ja, es ist echt gut. Es ist echt gut. Oh, snap. Ja, das war jetzt doch eine 11 von 10 mindestens. Ja, oh, ich liebe es. Vielen Dank dafür, Jules. Dankeschön, wirklich. Vielen Dank an alle, die auch das sich jetzt noch angehört haben. Und ich würde sagen, die Musik wird langsam lauter. Und, wir können das gerne mal nachspielen. Wir spielen das jetzt mal in Ruhe nach. Ja. Und sind dann hoffentlich bis nächste Woche fertig. Beziehungsweise irgendwann kommt ja auch so ein geiler Hörerwunsch. Geil. Ja, ich bin gespannt. Vielen Dank, Graybe. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jules. Ja. Und wir sehen uns in den Kommentaren. Überzeugt mich mal davon, dass NFT noch was anderes ist, außer Geldwäsche und sinnloses, dummes Statussymbol und das Internet zu einem schlechteren Ort machen, weil man Internetgeschichte kauft und war. Ekelhaft. Wie kann man nur Sachen online kaufen? Ja. Open Source ist das. Egal. Au, au, die Musik. Au.